Buenos días, buenas tardes, liebe Leute, wo auch immer Sie jetzt hier sitzen und stehen und liegen und eingeschaltet haben und mir zuschauen, wie ich Ihnen hier jetzt einen kleinen Einblick gebe in den Ibiza Kurier. Und Ibiza Kurier, das ist die deutsche Lokalzeitung für Ibiza und Formentera. Uns gibt es seit 2013, seit der Covid-Zwangspause auch wieder in gedruckter Form und aber natürlich auch als digitale Ausgabe, die Sie hier direkt auch downloaden können, wenn Sie die August 24 Ausgabe mal lesen möchten in Ruhe, dann klicken Sie hier unten, da steht Beschreibung, da gibt es ganz viele Links und das, Sie wissen dann schon Bescheid. Jetzt gucke ich erstmal in die Zeitung rein und blätter dann nochmal durch, was so los ist auf Ibiza und ein paar Sachen habe ich schon vorgestellt. Jetzt sind wir hier, was gibt es hier noch für eine Rubrik, Natur und Umwelt, die Schlangen und die wilden Hähne, oh meine Güte. Dann haben wir hier Medien und Technik, und hier noch. Also es ist wirklich voll gepackt mit Informationen. Es gibt Publikationen, da sind die Bilder so, die Fotos so groß und der Text ist so klein. Bei uns ist es andersrum. Also so viel Text und Fotos so klein. Ja. Also so kriegen Sie richtig was für Ihr Geld. Und vor allem, wenn Sie Ibiza lieben und Ibiza toll finden und wirklich wissen wollen, was Ibiza zu bieten hat, aber auch viele Sachen, die bizarr sind oder sehr ungewöhnlich, die stellen wir dann natürlich auch regelmäßig immer vor. Und eine Rubrik, die wir in jeder Ausgabe drin haben, unter Wissenswertes, das ist, wem verdanken die Straßen und Plätze auf Ibiza eigentlich ihren Namen? Das heißt, wir gehen irgendwo hin, sehen einen Straßennamen von irgendeiner Person und gucken dann einfach, wer war denn der Mensch eigentlich? Warum ist denn, nachdem eine Straße benannt wurde oder eine Gasse oder ein Weg oder ein Platz, also was hat denn der so Außergewöhnliches geleistet in seinem Leben, dass eine Straße auf Ibiza nach ihm benannt wird? Natürlich, bei Pablo Picasso ist jetzt nicht so schwer gewesen, aber manche Namen, die sind ja dann schon sehr mit sehr viel Lokalkolorit behaftet. Das ist gar nicht so einfach, immer direkt rauszufinden, wer das war. In dieser Ausgabe jetzt hier, da geht es um den Emili Pou i Benet. Das war ein Katalane und der ist dafür verantwortlich für die ganzen Leuchttürme, die auf Ibiza stehen. Also er war Architekt und Konstrukteur und hat dann hier 1800 rum, 1854 hat er sein Diplom gemacht und dann 1868 wurde er zum leitenden Ingenieur für öffentliche Bauten der Balearen. Und da hat er dann unter anderem auch die Ibiza-Stadt San Antonio Autobahn, die erste Straße sozusagen, die da eine vernünftige Straße, die hat auch er, da war er beteiligt am Bau. Und auf jeden Fall hat er hier auf den Balearen ein reiches Erbe hinterlassen, also den Faro de la Mola auf Formentera, den Leuchtturm, der hier in Botafoc, der Leuchtturm, die sind alle so in den 1850er Jahren, 1860er Jahren entworfen und gebaut worden. Und ja, und nach ihm ist halt auch eine kleine Gasse benannt, die jetzt hier in dem Fall befindet sich hier im Hafen in der Altstadt. Und ist auf jeden Fall ein Besuch wert, da gibt es ganz kleine, tolle Läden und schönes Ambiente. Und ja, diese und ähnliche Tipps haben wir immer im Ibiza Kurier. Da kommen Sie auch gar nicht drum rum, wenn Sie sich für Ibiza interessieren, denn wir sind die Publikation in deutscher Sprache mit der größten Reichweite. Und deswegen empfehle ich Ihnen, die Ausgabe sich jetzt sofort zu holen. Und wie steht hier unter dem Video in der Beschreibung. Ansonsten sehe ich Sie beim nächsten Schnipsel wieder. Ich freue mich. Bis dann. Hasta luego.